Im Journal of Physiology ist eine neue Studie veröffentlicht worden. Es geht darum, ob durch die Kraft der Gedanken tatsächlich die Gehirnsubstanz in seiner Morphologie verändert werden kann. Es gibt schon seit längerem sogenannte Brain-Computer-Interfaces. Das sind Maschinen, wo zum Beispiel Patienten mit Lähmungen durch das Denken alleine elektrisch ihre Hirnrinde, die motorische Hirnrinde stimulieren und damit zum Beispiel Roboterarme bewegen können. Man hat zwei Gruppen genommen. Die eine Gruppe hat tatsächlich versucht, Bewegung durchzuführen, alleine nur durch das Denken an diese Bewegung. Und die andere hat auf einen Monitor geschaut und hat versucht, Buchstaben zu identifizieren. Schon nach einer Stunde dieses Trainings konnte man dann in Kernspintomographien nachweisen, dass sich tatsächlich das Gehirn in seiner Struktur morphologisch verändert hat, und zwar genau in den Regionen, die dort auch jeweils nach Gruppe stimuliert wurden.